Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Irgendwas stimmt nicht mit Lady Vivienne und wir sind gerade dabei, das herauszufinden. Wir sollen ihr folgen. Ich hoffe, sie ist nicht schon entfleucht und wir finden sie nochmal wieder. Dieser grauhaarige Typ, ewig auf der Suche nach Herrin Vivienne. Sicher ein Irrer. Lieber ein Fasan im Sack als zwei im Busch. Alles klar. Ja, er hat uns hier ganz genau im Auge, was wir tun wollen. War das ihr Zelt? Ah, stimmt, das könnte es gewesen sein. Ja, gut. Wir haben ja da einige Spuren gefunden. Schauen wir mal, ob und inwieweit sich das bestätigt, was wir da schon vielleicht ahnen. Okay. Hm. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Ich höre einen Vogel zwitschern. Ich sehe ihn sogar auf dem Balkon. Verwandelt sie sich in einen Vogel? Unwahrscheinlich, oder? Tatsächlich, der Vogel. Ich sollte hinterhergehen. Der Vogel spielt eine Rolle, so. Ja, wir werden nicht ins Wasser springen. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Versuchen wir ihm zu folgen. Oh mein Gott, der ist schnell. Ich sehe ihn noch. Der Kreis da oben. Am Flussufer oder am Seeufer entlang. Jetzt aber in diese Richtung. So, wo ist er? Direkt über uns. Aber hier ist irgendjemand, irgendwas. Ein Panther? Oh, der ist ja unangenehm. Und ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte das richtige Schwert ziehen. Und dann werden wir den auch besiegen. Aber das ist ja hier heikel mit dem. So, ein Treffer. Okay, alles klar. Puh. Ja. Heilen wir uns. Ich hätte auch mit Donner einfach heilen können, wäre auch kein Problem gewesen. Aber läuft schon. Mal sehen. Ah, ich fürchte, da kommt schon der nächste Panther. Wisst ihr was? Wir nehmen dann einfach mal. Wir nehmen mal Donner, das hilft uns jetzt aber ein bisschen weiter. Seht ihr? Ich habe ihn schon im Busch entdeckt gehabt. Aber mit Quen haut das schon hin. Einfach ruhig bleiben. Und... Ja, schade. Okay. Wir haben irgendwas auch gelernt über Panther. Wollen wir kurz im Bestiarium mal nachgucken. Ist ja ganz interessant hier. Kätzelein, Kätzelein, wo bist du denn gewesen? Ich war auf dem Verandadach und dort habe ich gelesen. Kätzelein, was hast du denn für eine Riesentatze? Die sagt, dass ich ein Panther bin und keine Miezekatze. Seltene Variante eines Kinderreims. Bestienöl, ja klar. Panther sind gefährliche Raubtiere, deren Habitate Wälder und baumbestandene Ebenen sind schnellwendig und wie alle Katzen teuflisch gescheit. In vielen abgelegenen Gegenden glauben die Leute bis heute, dass Panther die verlorenen Seelen im Schlaf gestorbener Menschen sind. Der Aberglaube verlangt daher, dass solche Art Verblichene in den nächstbesten Wald geschleift und dort ohne Beerdigung liegen gelassen werden. So kann der Geist der Panther den bisherigen Körper verschlingen und dadurch ins Jenseits gelangen. Dieser Glaube muss unbedingt ausgerottet werden. Er führt durch die verwesenden Leichen zu Epidemien wie Cholera. Außerdem ist er einzigartig lächerlich. Panther sind keine Nekrophagen und fressen keinerlei Aas. Sie bevorzugen es, sich frische Beute zu reißen, Rehe oder sogar Menschen, vorausgesetzt, diese sind nicht krank und riechen nicht zu schlecht. Ja, das ist ja so eine Art Kompliment, von einem Panther angegriffen zu werden. Könnte man fast meinen. So, aber der Vogel ist da. Okay. Geht's wieder zurück? Ja, was machen wir jetzt, Vogel? Vielleicht wurde der Vogel nervös wegen des Panthers. Katzen jagen ja gerne Vögel. Insofern nachvollziehbar. Weiter geht's. Ich höre doch schon wieder einen Panther. Und einen Mauzen. Was war denn das?
Was passiert hier? Still. Das war doch nicht der Panther, der so gemauzt hat, oder? Oh, ich hatte wieder Quen vergessen und bin schon wieder ziemlich am Ende. Diese Pantherjagd geht echt noch übel aus. Nehmen wir ein bisschen Pantherfleisch noch mit. So, Vögelein. Wo bist du? Okay, hier geht's. Oh, und es geht weiter. Meine Güte. Ein Panther nach dem anderen, so wie es aussieht. Na komm her, jetzt bin ich vorbereitet. Oder auch nicht. Ja, es ging gerade so. Schnell nochmal quennen. Panther komplett verwirrt. Dann hinnehmen. Gut. So, rüber. Wo sind wir eigentlich genau? Ich will mir das kurz mal anschauen, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen. Ah, alles klar. Wir sind vom Turniergelände hier rüber und hier hoch. Verstehe. Hinter uns ist eine andere Geschichte, die sicher noch warten kann. Jetzt nähern wir uns wieder von hinten dem Palast. Der Vogel ist gerade wieder hoch. Okay. Da fliegt er. Und nun, Vögelein, wo geht's jetzt hin? Okay, ich höre schon wieder so ein Mauzen. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Okay, hier gibt's eine Höhle. Alles klar, wir kommen hier nicht hoch. Wir müssen wahrscheinlich durch die Höhle. Es wird unangenehmer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das hier eine große Nachtwanderung wird. Was ist denn das? Ein Wicht? Was ist das denn? Ach du Schreck. Und was hat er da noch? Ein Geisterpanther? Barges, okay. Warum kann ich nicht zuschlagen? Ich kann irgendwie nicht schlagen, Leute. Ich weiß nicht warum. Irgendwas läuft hier ganz schief. Gerald, kannst du das mal wegnehmen? Warum kannst du jetzt das? Jetzt habe ich auch keinen Schutz mehr. Boah, ist das widerlich. Okay, wir brauchen Waldkauz. Und jetzt. Und wir brauchen irgendwie irgendwas gegen Gift. Boah. Wir brauchen Raffart. Schmeckt dir das, Silber? Wir brauchen Schutz. Boah, das ist sehr unangenehm. Okay, das kann. Was ist das hier? Warum kann der Bargäste rufen? Das sind immer nur so Geisterdinger. Okay, das war ja super unangenehm. Das müssen wir uns kurz angucken. Wichte, Bargäste erstmal. Also, sündigt niemals. Und so ihr je in Versuchung seid, gedenkt des Schicksals der Leute bei Visima, die von einer Bargästenplage dahingerafft wurden, predigten für jeden Anlass Hochwürden Yeomen von Tretogor. Ja, wir kennen Bargäste aus The Witcher 1, so wie auch diese Sporenpflanzen. Schön, dass die irgendwie wieder zurückkehren. Schlichte Gemüter glauben noch immer, dass besonders böse Taten den Zorn der Götter in Form von Phantomhunden beschwören, die nachts über die Straßen schleichen. Ob das stimmt oder nicht, Bargästen sind für Sünder und Heilige gleichermaßen gefährlich, denn sie greifen ausnahmslos jeden mit teuflischer Wut an. Hexer glauben selten an Götter, doch sie wissen, dass Bargästen wirklich existieren und stets mit tragischen Ereignissen in der Vergangenheit zusammenhängen. Ihre Erklärung hat eher mit Flüchen oder sonstigen Konzentrationen von böser Absicht zu tun. Aber das war jetzt noch irgendwie so ein anderer, ne? Gut, Mondstaub, Geisteröl, okay, also es sind Geister in gewisser Weise. Axi und Irden, wie immer gegen Geister. So, aber Wichte, tauchen die hier auch auf? Sind das auch Geister? Nee. Das Bienenphantom, das
könnten vielleicht Nekrophage sein? Tatsächlich, Wichte. Die Toten schätzen angeblich die Stille. Davon weiß ich nichts, aber auf Wichte trifft es eindeutig zu. Heinrich von Grott. Wichte wirken zwar nicht wie besonders freundliche Kreaturen, aber es gibt keinen Anlass, ihnen feindselig zu begegnen. Wenn man sie in Ruhe lässt, gefährden sie niemanden. Sie sind viel mehr an ihren Suppenkesseln und Gebräuen als an Kämpfen interessiert. Diese Spezies lebt häufig auf alten Begräbnisstätten, wird aber auch an neueren Friedhöfen oder bei Massengräbern angetroffen. Wichte verbringen die kalte Jahreszeit in einer Art Winterschlaf. Sie leben als Einzelgänger. Von einem rudelweisen Auftreten ist noch nie berichtet worden. Wenn Wichte ihr Territorium bedroht sehen, wozu ein Betreten desselben schon genügt, verwandeln sie sich in fürchterliche Gegner und können entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten sogar andere Monster zu ihrer Unterstützung herbeirufen. Das haben wir gesehen. Okay, also Nekrophagenöl. Mhm. So, wie geht's uns denn so allgemein? Ein bisschen Wasser können wir noch gut gebrauchen. Hier teilt sich. Halt, warte mal. Wir sind von... Was? Ist da noch mehr? Oh, da könnte noch ein Wicht warten. Wir sind von hier gekommen, ne? Ja. Oh, ein großer Runstein. Nicht schlecht. Dann gucken wir erstmal hier runter. Ah, vielleicht machen wir mal ein bisschen Licht. Das ist nur Blutmoos. Das war doch irgendwie von Kesseln oder so die Rede. Ah, hier ist noch ein Gerippe. Ein Gnomenwetzstein. Ich glaube, das ist auch nur zum Verarbeiten oder zum Verkaufen da. So, hier ist nichts weiter. Rosenbaumhügel, so heißt die Gegend. Nun gut. Gehen wir zurück und rechnen mit dem Schlimmsten. Was ist das hier eigentlich? Auch irgendein... Oh, rohes Kupfererz. Okay. So, wer wartet hier vorne auf uns? Hä? Ach, das ist der Vogel. Der wartet hier richtig. Hat der diese komischen Geräusche gemacht? Jetzt wird es ja immer wilder. Vöglein, langsam werde ich ein bisschen ungeduldig. Ich muss mal wieder prüfen, wo wir uns eigentlich befinden. Okay, wir kommen da zu so einem Teich. Wir sind da durchgelaufen. Immer noch relativ in der Nähe des Palastes und der Palastgärten. Okay. Hexe. Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin?
Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne, such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Willst du schweigen? Ich schwöre beim Reiher. Ja. Kommt drauf an, was du zu sagen hast. Ich würde auch sagen, aber wir wollen sie erstmal beruhigen. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Das hat er gut formuliert. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Okay, also da ist sie ja nun wirklich völlig unschuldig an dieser Situation. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Oh mein Gott. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen, es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach,
Jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Gute Idee. Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Komm! Aber was hat es mit diesem Vögelchen auf sich? Also... Ist das... Begleiter? Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann! Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Guillaume ist schon irgendwie süß. Ich hatte ihn erst ein bisschen falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Okay. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Meine Meinung hat sich jetzt schon geändert. Ja, jetzt ziehen wir das natürlich auch durch. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Wenn du mit dem Schwert so gut bist wie mit der Armbrust, gewinnen wir. Viel Glück. Es ist Zeit, meine Herren! Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena! Ja, ich denke, wir sind mit dem Schwert sogar besser als mit der Armbrust. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter! Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten 2 Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann.
Doch Obacht! Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung da roh, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Also unser Schwert ist definitiv das coolste. Aber warum ziehen wir es nicht? Jubelt ihr Leute! Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Punktestand gibt es. Okay, ich darf nichts nutzen. Aber ich darf vielleicht Donner nutzen und so. Okay, wir müssen ohne Quen auskommen. Aber das kriegen wir hin. Aber gegen 2 ist ein bisschen unschön. Oder gegen 3. Ah, sehr gut. So, jetzt haben wir einen schweren Schlag. Sind wir schon erledigt worden? Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. Schließlich und endlich kann einer nur siegen. Haben wir verloren? Das ist Palmarin. Lasst mich nicht lügen. Wir haben gewonnen, okay. Sie kämpften wie Tiger, so eifrig und willig. Drum jubelt ihr Leute, das ist ja nur billig. Palmarin de L'Enfant, Grégoire de Gorgon, zwei herrliche Ritter, nur ein Champion. Der edle Herr Ravix errang den Sieg nicht. Was? Zunächst ließ er hoffen, nun übt er Verzicht. Ah. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Nicht ganz verstanden, was passiert ist. Aber okay. Es ist, wie es ist. Wir haben am Ende Treffer bekommen, aber keine Ahnung. Das ist jetzt gar nicht wichtig. Das hier ist wichtig. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ja, ich habe auch nichts gesagt. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Ja, hat sie recht.
Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Finde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen komisch von Geralt, dass er da nochmal so ein bisschen hinterlistig insistiert auf das andere. Okay, wir hätten wahrscheinlich das auf ihn übertragen können, aber naja, sie hat das ja schon von vornherein ganz eindeutig formuliert gehabt. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Ah, diesmal mit Plötze, gut. Ein Mitternachtritual. Wir haben immer noch dieses eine komische Schwert. Warte mal kurz. Überhaupt, das Turnier ist doch zu Ende, ne? Wir könnten eigentlich mal unsere richtige Rüstung hier anlegen. Da, man hat gemerkt, es macht einen ziemlich großen Unterschied, glaube ich. Die Rüstung ist nicht die beste. So. Ich darf immer noch kein Silberschwert nutzen? Okay, merkwürdig. Gut, dann ist es so. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Ein Panther. Oh nein! Ein Panther greift das Nest an! Zurück! Oh nein. Ich kümmere mich darum. Geralt, zieh mal dein Schwert. Ach, ja. Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel. Das hätte ich sie beinahe erwischt. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Verdammt. Geralt, sieh nur. Sieh nur.
Erfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. Ach ja. Da hat diese Geschichte doch noch fast sowas wie ein Happy End bekommen, könnte man sagen. 7 Jahre, das ist auch nicht nichts. Schön. Gut. Aber zu Guillaume werden wir dann erstmal das nächste Mal reiten. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.